Hey Leute, wir sind für euch unterwegs nach Overath und gucken uns heute mal das Büro an, wie es aussieht. Ihr habt schon eine Folge gesehen, wo wir euch gezeigt haben, wie wir das Büro versuchen einzurichten. Heute ist es fertig. Wir gucken uns das Ganze zusammen an. Gucken wir auch mal, wie die Eröffnung gelaufen ist. Und ich würde sagen, kommt einfach mit und wir sehen uns gleich. Wir sind jetzt angekommen hier in Overath am Büro von der Lara Ney an der Olperstraße 72. Hinter mir seht ihr schon das kleine moderne Büro und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zusammen rein, gucken uns das Ganze mal an, weil im Detail ist es sehr schön eingerichtet. Kommt mit! Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen mit der Lara im Büro in Overath. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Jetzt habe ich noch einige Fragen zum Büro an dich. Wer sitzt hier überhaupt und was macht ihr hier im Büro? Ich sitze hier hauptsächlich 5 Tage die Woche und 3 Tage die Woche. Halbtags unterstützt mich noch die liebe Mira. Die macht vor allen Dingen für uns Grundstücksscouting und stellt auch die Sachen wieder online und alles so was ein bisschen was so zum Backoffice gehört. Ja, genau. Und was für Arbeiten bietet ihr hier an? Was für Leistungen hat das Büro Overath zu bieten? Also zum einen alle Leistungen wie auch euer Maklergeschäft am Markt, von Verkauf über Vermietung, Suchinteressenten, Marktwertanalysen und so weiter. Zum anderen ist aber hier vor allem momentan das Neubaugeschäft riesengroß. Ich habe viele Neubaukunden gerade, die mit Heinz von Heim zusammenbauen wollen. Und da ist halt dieses Twitter-Modell super gut. Also ich habe Kunden, die suchen ein Grundstück, da können wir unser Grundstück-Scouting anbieten und zum anderen möchten die auch bauen. Da kann ich wiederum das Produkt vom Heinz von Heiden anbieten und habe hier momentan hauptsächlich Neubauberatungskunden sitzen. Es ist schön gemütlich, die Kunden fühlen sich schon so ein bisschen zu Hause. Ich habe die Ruhe und die Zeit für die Kunden, weil so ein Ersttermin geht auch mal gute 2, 3, 4 Stunden. Ja, und das bieten wir den Kunden an und dann halt auch am Wochenende, wo es dann einfach ein bisschen ruhiger ist, wo die Kunden ein bisschen mehr Zeit haben und ja, genau. Du hast es gerade schon erwähnt, das Büro ist sehr gemütlich eingerichtet, hast dir sehr viel Mühe gegeben. Danke. Warum so detailliert, warum so das Gefühl übermitteln, hier kann man sich zu Hause fühlen? Letzten Endes, wir verkaufen oder vermieten auch neues Zuhause. Wir verkaufen Neubauten von Heinz von Heiden. Das ist auch wieder ein Zuhause für Familien, für Paare, für auch Alleinstehende. Und warum soll ich nicht schon vorher dem Kunden das Gefühl vermitteln, dass er irgendwo zu Hause ankommt, dass es gemütlich ist? Und auch ich möchte hier gerne morgens reinkommen und mich wohlfühlen. Jetzt ist es gerade so ein bisschen weihnachtlich und wir haben diese wunderschöne Glasfront, wir haben helle Wände, wir haben tolles Licht, wir sitzen direkt an der Hauptstraße, an der Hauptverkehrsader zwischen Overath oder dem Oberbergischen nach Köln rein. Hier fahren auch wirklich jeden Tag tausende von Autos lang und dafür ist es einfach perfekt, dass die Kunden sehen, okay, da kann man sich wohlfühlen, da kann man reinkommen, da kann man eine Tasse Kaffee trinken und auch einfach mal drüber reden, wenn man Fragen hat und muss nicht direkt irgendwie ein Geschäft aufgezwungen bekommen. Nee, das sehe ich genauso. Es wirkt hier auch tatsächlich so. Man fühlt sich direkt wohl. Auch ich fühle mich hier sehr wohl. Und ja, zusammenfassend können wir hier sagen, es ist ein Büro, was alle Leistungen rund um die Immobilien anbietet, wo jeder, sage ich mal, seinen Wünschen gerecht werden kann. Ob Neubau, ob Secondhand-Immobilien, Vermietung. Lara kann euch bei allem helfen und euch auch beraten und auch bei einer Tasse Kaffee. Die macht euch die Lara auch gerne fertig. Also kommt vorbei, guckt euch das Büro in Overath gerne mal an. Und spätestens bei der Eröffnungsfeier, die verschoben wird, wo verschoben wurde, könnt ihr euch das Büro nochmal hier vor Ort in Overath live angucken. Ja, ich freue mich auf alle und genau, die Eröffnungsfeier ist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und wenn wir da ein neues Datum haben, kommunizieren wir das natürlich auch an euch alle. Und da bist du dann auch wieder dabei, hoffe ich. Nein. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Abonniert unseren Channel und in unserer Infobox findet ihr noch 2 weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Folge von DigmaTV.